Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Far Cry 3. Es geht weiter hier. Wir wollen heute erstmal hier den Funkturm einnehmen und danach zu Cidra gehen, die uns ja im Kampf gegen Bars unterstützen sollte, laut Dennis. Und ja, Bars hatte ja schon verdächtig gehabt, dass sie uns tätowiert haben soll. Sie ist die Schwester, soweit ich weiß und soweit wir hier Informationen bereits bekommen haben. Ja, also sie dürfte eigentlich am besten wissen, wie der so tickt und wie man den bekämpft. Dann wollen wir mal schauen, was sie uns dann zu sagen hat. Auf jeden Fall ist sie irgendwie eine Kriegsgöttin für die Rakyat. Also die scheint schon eine erhobene Persönlichkeit zu sein. Jetzt wollen wir mal hier aber erstmal uns um den Funkturm kümmern. Der aber bislang ganz leicht zu erklimmen ist. Also ist gar kein Problem soweit. Okay, und jetzt dürfen wir schon fast oben sein. Ja. Jetzt. Na, ja, nee, noch nicht ganz. Nochmal darüber. So. Okay. War recht einfach heute. Gibt schlimmere Funktürme, aber bin ich auch zufrieden mit. Es ist wirklich tropisches Wetter hier aktuell bei mir. Zu Hause auch. Ja. Passt auf jeden Fall hier zu der Atmosphäre. Da fühlt man sich schon fast wie auf Rook Island bei dem Wetter. Es ist auf jeden Fall richtig warm. Hier zumindest. Also auch zur Zeit der Aufnahme. Wann es dann hochgeladen wird, weiß ich nicht, ob es dann schon wieder etwas abgekühlt hat, das Ganze. Aber jetzt gerade ist es auf jeden Fall extrem warm. Gestern sind wir auch ins Freibad eingebrochen und alles. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. War eine schöne Nacht. Aber habe ich soweit überstanden. Habe dann lange geschlafen und jetzt haben wir 16.08 Uhr. Und ja, jetzt nehme ich wieder auf. Bin jetzt wieder fit. Da haben wir ein paar Tierchen. Wollen wir die mitnehmen? Das sind ein paar Schweinchen. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Jetzt gratis in Shops der Flammenwerfer. Okay, interessant. Wir wollen aber jetzt als nächstes zu der netten Cidra. Deswegen fahren wir hier zu diesem Fahrzeug hin. Boah. Wäre fast drüber geflogen. Wäre nicht so geil gewesen. So, 300 Meter sind es. Da unten irgendwie. Mal sehen, ob wir da einfach runterfahren können. Ja, unbeschadet nicht, das dachte ich mir schon, aber dass wir da trotzdem irgendwie unten ankommen. Okay. Sieht eigentlich ganz gut aus, noch ein paar Piraten überfahren. Okay. Das lief gut. Aber wir sollten uns mal heilen ein bisschen. So, wieder fit. Sehr schön. Okay. Dann, dann halt nicht. Ich würde gerade sagen, dann hier durch. Aber dann, wenn wir schon mal unterwegs sind, dann nehmen wir hier auch noch ein grünes Blatt mit. Und ein Relikt gibt es hier auch noch. Da oben bestimmt. Ich glaube aber, dass wir das aktuell noch nicht kriegen können. Deswegen warte ich einfach noch ab. So, erledigen wir den noch. Und dann geht es weiter zur Cidra. Damit wir das nicht wieder rauszögern und dann nicht machen, wollen wir uns jetzt mal beeilen. Ah, erstmal Dennis treffen. Der wartet vor den Toren. Okay, da dürfte er sich aufhalten. Einmal hier runter. Undercover durchs Gebüsch kommen wir hier. Und Cidras Tempel, dazu können wir gleich auch noch was lesen. Machen wir aber gleich erst. So. Jason, ganz ruhig. Schön sichtbar. Keine Bewegung, okay? Dennis! Wer ist das neben dir? Ein junger Krieger, der Cidra vorgeführt werden soll. Kommt näher! Folge mir. Okay, hinterher. Aber dann lesen wir jetzt erstmal was über den Tempel, bevor wir da reingehen. Hier. Cidras Tempel ist sowohl ein Ort der Anbetung als auch die wichtigste Festung der Rakyat. Ich war nie drin, aber es scheint eine der ältesten Strukturen auf Rook Island zu sein.
Eine Legende erzählt von der großen Kraft, die er den Rakiat-Kriegern verleihen soll. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das eine der wenigen Legenden, die ich tatsächlich glaube. Okay, ja, kann man dran glauben. Ich glaube das jetzt nicht. Ich denke mal eher Aberglaube. Und dann sind sie einfach mental stärker. Aber ansonsten glaube ich da jetzt nicht an irgendeinen Humbug. Hier ist so eine Beutekiste. Die nehmen wir natürlich mit. So, eine Jalousie-Sonnenbrille. Okay. So sehen also die Krieger hier drin aus. Ja, sind auf jeden Fall gut dabei. Ja. Tattoos gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Aber noch ein bisschen zu verschwommen, aber ist ja die Grafik. Dennis, du hast einen Außenseiter hergebracht. Dieser hier wird nicht versagen. Zurück! Barhanti! Zeig mir deinen Arm. Das ist Jason. Der, von dem ich erzählt habe. Hi. Lehrt man euch in Amerika ohne Erlaubnis zu sprechen? Nein, das habe ich aus Frankreich. Sinopanka Bauer. Sehr tapfer, dem Tod ins Gesicht zu lachen. Gute Arbeit. Du kriegst sie zurück, wenn ich sie rausgeschnitten habe. Ich dachte, du hast Humor. Nur wenige Außenseiter sahen diesen Tempel. Die inneren Höfe noch viel weniger. Warum bist du hier? Ich brauche die Kraft, um Vaas zu besiegen und meine Freunde zu retten. Ist das alles? Meine Armee werde ich nicht für dich schicken. Du bist ein Lamm. Keiner von uns. Dann werde ich eben ein Krieger. Sehr lustig. Bitte geh. Er hat meinen Bruder. Was? Und ich werde alles tun, um ihn zu retten. Berikan Saherba. Bring mir, was verloren ist. Dann reden wir. Wow. Ja, Sitra sieht das Feuer in dir. Was hat sie gemeint? Bring mir, was verloren ist. Trink, und du findest die Antwort. Ist das Zeug gefährlich? Aus dir spricht die Furcht. Willst du die Kraft, deine Freunde zu retten? Ja. Dann trink. Wir verbringen unser Leben mit Zurückhaltung. Stell dir vor, wie leicht es wäre, sich einfach alles nehmen zu können. Okay, es scheint so, als würden wir jetzt wieder mal auf einen Trip kommen. Das wird auch nicht der letzte sein in dieser Story. Ja, also Far Cry 3 ist da sehr drogenlastig oder besser gesagt, wir sind öfters mal auf so einen Trip. Mal schauen, was es diesmal ist. Oh, ein Pokerspiel. Mit unseren Freunden. Oliver? Keith? Riley? Und irgendein unbekannter Mann. Suche nach dem von Citra gewünschten Objekt. Hä? Okay, unsere Freunde sind schon mal weg. Okay. Und was ist mit dem Mann? Wo bin ich? Warte! Was zum Teufel?
Okay. Also, was jetzt hier geschieht, da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber zu reden. Wir sollten jetzt auf alles eingestellt sein und dürfen hier uns über nichts wundern. Denn wir sind natürlich wieder auf einem Trip und sehen natürlich alles, was wir wollen. Oder halt auch nicht sehen wollen. Okay, hier ist schon mal eine Hütte. Und er geht da rein. Wie heißt es? Spready Gold. Und das ist ein Vogel. Okay. Scheint wohl eine Bar zu sein oder sowas. Ich weiß es nicht. Und jetzt sind wir im Wasser. Okay. Gut. Dann gehen wir hier über die Brücke. Ich nehme mich blutig, wenn du willst. Ich mag rohes Fleisch. Das ist so ein krankes Vorspiel. Oh Mann, wer war das denn? Auf jeden Fall lag der Kies am Boden. Aber vielleicht lernen wir den ja später noch kennen. Das waren wir und was? Und er hielt uns irgendwie die Knarre an den Kopf. Passiert hier noch was? Ja. Wenn du für mich arbeiten willst, musst du meine Regeln befolgen. Okay, den haben wir ganz kurz gesehen in der ersten Folge. Das ist der Boss vom Was. Und der hatte Riley. Ja, die Frage ist, ob wir das, also dem Glauben schenken können, was wir hier gesehen haben. Ja, sehen wir auf jeden Fall später. Jetzt holen wir uns aber das, was verloren ist. Hier auch noch diese Köpfe. Finde ich auch sehr schick. Aber jetzt schnappen wir uns diesen Dolch. Okay, ich hoffe, damit haben wir es jetzt überlebt. Oder auch nicht. Am besten wäre es, wir hätten es überlebt, aber ich gehe auch mal davon aus. Und dann haben wir auch diese Trip-Sache hinter uns gebracht. Dann ist nun die Frage, ob Citra damit zufrieden war. Und ob wir das jetzt wirklich haben oder nur im Traum oder... Ja, wenn wir jetzt alles bestimmt noch erklärt bekommen. Okay, erstmal wird wieder an uns gewerkelt. Mein Freund und dann mein kleinen Bruder Riley. Dann folgte ich einem Mann mit weißem Anzug. Da war eine Hüttensiedlung, eine Bar. Dunkel und schäbig. Und Und ein alter Dolch? Ja, ein alter Dolch mit verzierter Klinge. Woher weißt du das? Du sprichst im Schlaf. Es gibt eine Hüttensiedlung, östlich, im Piratengebiet. Okay, dann gehe ich dahin. Oh, aber die Siedlung ist groß. Wie willst du da einen Dolch finden? Einfach. Beginnen wir mit dem Mann in Weiß. Okay, die nächste Mission ist also, einen Dolch zu finden. Und dann wird uns Citra unterstützen, denke ich, oder uns die Kraft geben, die wir brauchen. Ich würde aber sagen, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie es weitergeht hier bei Far Cry 3, sehen wir dann in der nächsten Folge und ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei. Bis dahin.